Und damit hallo und herzlich willkommen zum Unboxing des Motorola Moto G, dem Nachfolger von dem Moto G. Das aus 2013 war ja das erfolgreichste Handy für Motorola, das soll sich dieses Jahr wiederholen und die Karten stehen ganz gut. Liegen? Fallen? Na, wie dem auch sei, das Handy ist ziemlich cool, warum erfahrt ihr später. Jetzt schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an, der leider etwas mager ausfällt. Hier haben wir nur ein Micro-USB-Kabel und Anleitungsbücher in der Packung, keine Kopfhörer. Ich habe euch trotzdem mal meine Lieblingskopfhörer unten verlinkt. Die Anleitung ist gar nicht so unpraktisch, wenn ihr die Rückseite entfernen wollt. Das kann man nämlich wieder. Somit kann man verschiedene Farben anbringen und das Ganze individualisieren. Und das hat noch einen Grund, den sehen wir jetzt, nämlich zwei Micro-SIM-Karten-Slots. Das bedeutet, ihr könnt das Handy zum Beispiel im Ausland oder aber auch als Geschäftshandy benutzen und ein Micro-SD-Karten-Slot ist auch dabei. Nun zum besten Teil, genau der Schutzfolie, die ja ganz genau ein richtig cooles Geräusch macht, wie so Schutzfolien eben tun. Das Display auf der Vorderseite ist 5 Zoll groß und wirklich großartig. Damit hatte ich definitiv nicht gerechnet, dass dieses Display so gut sein würde. Es hat zwar nicht die höchste PPI, aber es hat alle anderen Aspekte, die ein Display gut machen, wirklich da. Hat mir richtig gut gefallen, war absolut überrascht. Es ist nicht das beste Display, aber für 199 € kann man hier gar nichts falsch machen. Unten und oben sind zwei Lautsprecher, die klingen gar nicht schlecht. Mehr dazu dann im Review. Auf der Rückseite ist eine 8-Megapixel-Kamera dieses Mal. Auf der Unterseite ist dann der Micro-USB-Anschluss. Auf der Oberseite ganz Motorola klassisch der Klinke-Stecker und ein Mikrofon. Und dann haben wir an einer Seite noch gar nichts und auf der anderen Seite alles. Also den einen Ausschalter und die Lautstärkewippe. Mir gefällt das Gerät an sich sehr, sehr gut. Vom Design her erinnert es natürlich an all die anderen Moto-Geräte und es liegt auch dementsprechend gut in der Hand. Es ist erstaunlich groß, größer als ein Moto X, das hat ja auch nur 4,7 Zoll, aber es liegt wirklich trotzdem noch gut in der Hand und fühlt sich einfach unglaublich hochwertig an. Hätte ich nicht erwartet. Ich bin an die Sache mit relativ niedrigen Erwartungen rangegangen und wurde wirklich positiv überrascht. Also eine Kaufempfehlung gibt's schon mal, aber mehr dazu dann im Review. Also abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!